Hallo Leute und herzlich willkommen. Oh Gott, ich werde gefressen. Nein, Spaß. Aber seht ihr das? Der Kopf ist so ein Rezept. Willkommen zu dieser heutigen Halloween-Folge. 5 Fragen über Halloween. Oder generell über uns und Halloween. Und ja, ist schön, dass das auch noch nachgemacht. Die Scheiße, weil wir nochmal uns neue Fragen aus dem Finger ziehen mussten, weil der Keks seine Aufnahme gelöscht hat. Ja, habt ihr auch. Es ist mittlerweile schon lange her, ne? Weil das Video kommt ja dann im 31. Ne? Das, crazy. Das macht mich nur, aber ich hatte so geile Fragen. Wie schwer ist der größte Kürbis gewesen und so? Was ist die beliebteste Kürbisart? Wir können hier mal. Alter, wieso so viel essen? Anyways. Ich hab auch Sinn. Wir können jetzt dann gleich losziehen und unsere Schilder platzieren mit unseren Fragen. Anschließend werden wir Schere, Stein, Papier spielen, wie ihr es kennt, und dann halt die Fragen beantworten. Ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Dann mute ich mich. Ja, mach das. Okay. Erste Frage, Leute. Welches ist der Ich lese einfach am Schluss vor. So, Leute. Die erste Frage ist, welches ist der heftigste Horrorfilm der Welt? Da gibt es jetzt einmal aus Auswahlmöglichkeit Chucky die Mörderpuppe oder aber die Exorcist. Ihr könnt wieder am Schluss mitraten, ihr werdet dann am Schluss die richtige Lösung sehen. Nächste Frage ist, ich will die ganze Zeit zoomen, es geht nicht. Wie viele Horrorfilme gibt es? Das oder das? Nächste Frage ist, welches ist der blutigste Horrorfilm? Braindead oder Saw? Und nächste Frage, welcher Film basiert auf wahren Begebenheiten? Chucky die Mörderpuppe oder der Exorzist wieder? Das Ding ist... Scheiße, nee, cutten wir raus. So, last but not least. Wie viel Kalorien kann man bei einem Horrorfilm verbrennen? Circa 120 oder 100 oder 200. Genau, Leute, es ist Zeit für eine Schere Runde, für eine Runde Schere Stein. Runde, für eine Schere Runde Stein. Ja, Papier. Yeah. Ja, Leute, wir haben hier unsere Items, wir werden die gleich werfen auf den Boden und dann seht ihr, wer gewonnen hat. Schere, Stein, Papier. Ja! Scheiße. Oh. Endlich! Ha, mein Stein. Also, halt endlich. Ich habe nur eine Runde verloren eigentlich, ne, weil dein Video kam ja nie. Ja, eigentlich habe ich damals alles gewonnen an dem Tag, ne? Beginn jetzt, beziehungsweise Red kann sagen, wer als erstes die Frage beantworten muss. Du tust natürlich erst bei mir anfangen. Okay, schön. Och Gott. Und zwar fangen wir heute mal an mit einer leichten Frage 1. Habe ich schon mal Hello Neighbor gespielt? Oh, scheiße. Ja oder nein? Beziehungsweise Hello Neighbor, Secret Neighbor, alles das gleiche. Also kam auf YouTube, oder? Nö. Nee, okay, nicht. Hä? Du hast doch Secret Neighbor. Ja, ich hab das, aber ich hab's noch nicht einmal gestartet. Ach, du hast noch nicht Och Mann, ich dachte, du hast das safe schon gespielt. Ich glaub, ich hab's mal gestartet. Wegen den Einstellungen. Wegen ja, aber nicht halt Checken, wirklich gespielt, aber hab nicht gespielt. Anyways, ja. Meine Frage ist wieder ein bisschen filmlastig. Oh, nee. Heute. Welches ist der heftigste Horrorfilm weltweit? Ist natürlich Ansichtssache, aber so laut der Statistik. Okay. Ja, das habe ich noch nie gehört. Nicht? Die Exorzist? Nee. Weißt du, aber was Exorzismus ist? Ja. Okay. Aber ich einfach deswegen würde ich behaupten, du hast gedacht schon, dass ich das vielleicht nicht kenne, deswegen du Chucky die Mörderpuppe genommen hast, weil das kennt man. Deswegen ich das. Alter, hier. Doppelte und dreifache Psychologie, die ihr anwendet, ey. Ja, ja. Ich bin der Psychopath, nicht du. Ich merke es gerade. Frage 2. Welche Kürbissorte gibt es wirklich? Nein, jetzt kommt der wieder. Ist es der Bischofsmützenkürbis oder ist es der spanische Kürbis Alvaro, glaube ich, wird das ausgesprochen. Okay, das Ding ist so, einerseits spanischer Kürbis mit diesem anderen Namen so, extrem ausgedrückt, aber Bischofsmütze, wie kommst du auf den Namen, wenn es den nicht gibt? Aber Frage ist, muss ich jetzt auch nur doppelte oder dreifache Psychologie anwenden? Ja. Aber Plot Twist, ich wende die vierfache Psychologie an. Ich nehme das. Ja, ich... Ja. Wie viele Horrorfilme gibt es denn, Red? Was schätzt du? Es sind echt viele, es hat mich echt überrascht. 143.000, 140.000. Ja, ich glaube, es gibt viele Psychopathen auf der Welt, deswegen 143.000. Schade. Ja, schade drum. Es sind 140.161, zumindest offiziell. Hätte man, wenn ich mir die Zahl ein bisschen länger angeguckt habe, hätte ich mir das auffallen müssen, weil du hast einfach 143.562. Ja, das ist aber so richtig in die Tasten einfach nur reingehämmert. Ich hatte übrigens, ich hatte 143.567 und da dachte ich so, wait, die 7 muss ich jetzt löschen, sonst ist es zu obvious.
Dann habe ich eine 2 hingeschrieben. War Phasmophobia das erste Horrorspiel, was ich gespielt habe? Ja oder nein? Oh, genau, nein. Wieder auch wie bei Hello Neighbor. Egal ob privat oder für meinen YouTube-Kanal. Ich weiß, dass du halt Horrorspiele extrem nicht magst. Das stimmt nicht. Oh, perfekt, Digga. Ich habe nur keine Lust, sie alleine zu spielen. Ach so, alleine, okay. An sich Horrorspiele finde ich lustig, so mit anderen Leuten, so, ja. Lustig. Vor allem, weil ich der gerade geil finde. Ich habe noch nicht umsonst ein Spiel, ja. Aber egal. Ja, stimmt. Ich sag aber ja, weil ich glaube, ja. Ich glaube, du hast sonst auch gar nicht wirklich mehr Horrorspiele, oder? Ich habe kein Horrorspiel auf meinem Kanal veröffentlicht. Ach, kein einziges? Also, Phasmophobia habe ich auch bei die erst Level 4 oder so. Habe ich bei einem anderen Streamer mal mitgezockt. Ah, okay. Ist nächste Frage. Welches ist der blutigste Horrorfilm? Oh, ich glaube, das ist. Wo spritzt am meisten Blut? So, nee. Ja, Braindead. Ach, schade. Das weiß ich. Wie viele Sterne, die Sterne, alte Diamanten hast du jetzt? 2. Ich auch. Oh, unentschieden, Leute, unentschieden. Welches war als Kind mein Lieblings-Halloween-Kostüm? War das ein Gespenst-Geist oder ein Skelett-Kostüm? Ich glaube, ein Geist, oder? Skelett? Skelett, da gab es doch immer diese ganzen Kostüme. Stimmt, die so leuchten, ne? Ja, unter anderem. Boah, jetzt bin ich gerade echt am struggeln. Ja, aber Gespenst wäre doch zu easy. Gebankst, Digga. Gespenst. Einfach wie hast du das dann ausgesprochen? Das war so keine Ahnung, ich hab überlegt. Ich sag Skelett. Nein, es war Gespenst. Anyways, nächste Frage. Ich sag so viel Anyways, Leute. Ja. Oh Gott, ich kann es fast nicht lesen. Counter einbauen. Welcher? Du kannst ja hochfliegen. Ach ja, stimmt. Oh mein Gott. Danke. Welcher Film basiert auf wahren Begebenheiten? Ich muss dazu sagen, einer von denen basiert auf teils wahren Begebenheiten, wo man sich aber nicht ganz sicher ist. Wow. Und der andere zu... Eigentlich, ja, komplett auf sicherer Seite. Also komplett. War das nicht der am Anfang, der beliebteste? Nee, warte mal. Lass mich nochmal gucken, was die Frage war. Aber Chucky, die Mörderpuppe. Vielleicht macht es ihn ja gerade zum heftigsten. Ja, kann, ja, aber stimmt, lol. Das ist gerade wirklich so ein guter Einblick. Aber das würdest du doch niemals sagen, wenn du... Scheiße, na Schwarz. Die Sache ist halt so, ich überlege gerade so. Chucky, die Mörderpuppe, ist ja so eine Psychopuppe, die alles umbringt, ja? Genau, basically. Und, den anderen Film kannte ich nicht, aber der ist wohl der heftigste. Aber warum sollte er der heftigste Film sein, wenn er auf wahren Begebenheiten kannst? Aber der ist ja nicht der beliebteste, sondern der heftigste. Oh Gott. Deswegen, ja, dreifach umgedrehte Psychologie. Ja. Nicht der beliebteste, sondern der heftigste. Chucky, die Mörderpuppe. Scheiße. Ja. Chucky, die Mörderpuppe basiert auf teils wahren Begebenheiten, aber halt nicht wirklich viel, ja, oder nicht alles. Ja, schon ein bisschen komisch, also mit dieser Puppe so, deswegen dachte ich erst so, ja, aber dann dachte ich so, nein, und dann, ja, keine Ahnung. So, man weiß ja auch nicht, wie wahr das ist, aber... Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor uns auf meinem Dokument, habe ich so geguckt so, und dachte mir so, okay, ich habe meine letzte Frage, so war eigentlich die mit dem Gespenst, so meine Kindheitsverkleidung so, ja. Und dann dachte ich so, hä, aber ich habe noch einen Diamant, ich habe auch noch eine Tür, wie kann das sein? Ja, und dann habe ich aufgefallen, dass ich eine Frage überlesen habe bei mir. Und zwar, ich bin stolz auf dich. Welche FSK-Vorschrift hat der Film Elevator? Kennst du den Film Elevator? Nee, sag mir nichts. Also entweder 16 oder 18. Ich kann dir was dazu sagen zu dem Film. Und zwar, der Film heißt Elevator. Darunter steht 9 Personen, ein blockierter Aufzug, eine Bombe, 0 entkommen. Geil, eine geile Aufschrift. Ich kann dir auch sagen, der Film, ich kenne den Film nämlich, das ist ein ähnlicher Film zu dem Film Der Aufzug des Grauens, wenn dir das was sagt. Nee. Hast du das schon mal gehört? Den kenne ich nur von irgendwie Europa-Park. Aufzug des Grauens ist halt so ein Horrorfilm, wo halt so Leute mit einem Aufzug fahren. In dem Aufzug bleibt der dann so stecken und dann verschwinden so die Leute aus dem Aufzug. Oh, das kenne ich, ja doch, kenne ich. Wo sich so unten jemand durch den Spiegel so die Leute so holt und die dann halt frisst, so, ja. Cooles Spiel. Aber nicht unbedingt nur wegen der Bombe. Was für ein Spiel. Ich frage mich halt jetzt. Theoretisch, so Horrorfilm ist doch eh immer ab 18 und auch wenn du es jetzt so sagst und man denkt, es ist brutal, sowieso 18. Aber irgendwie so, es könnte halt genau deswegen, weil es so obvious ist, könnte es halt auch gerade 16 sein. Es ist halt auch wieder so 4-5-fache umgedrehte Psychologie. Also ich sag's mal so, weil ich unterstütze mal kurz deine Theorie. Du hast gerade gesagt, warum sollte ich denn 16 schreiben, wenn man eh denkt, alles ist 18, ist so obviously. Aber warum soll ich denn sonst 16 nehmen? Kann man doch auch das stimmt. 24 oder so hinschreiben. Alter, das ist so behindert. Ja, aber 24 gibt es halt nicht wirklich als Altersbeschränkung. Amerika gibt's das. Ja, Amerika, aber wir sind hier in Deutschland, beziehungsweise Schweiz, da und Europa. Das ist vielleicht ein englischer Film. Die Presse.
Ich sehe bei der 16. Tür leuchtet die Spinnwabe mehr, deswegen nehme ich die, weil da glänzt der Diamant drin. Als ob. Lol. Ich bin halt gerade random wirklich auf das gegangen, weil so aufgefallen ist. Bei 16 leuchtet das so krass, aber... Ja, weil da vorne, das liegt auch, kann ich auch sagen, warum, weil hier vorne ein Spinnnetz direkt hier ist. Hier vorne. Und bei dem anderen ist es nicht so und deswegen wegen der Kürbislaterne. Crazy. Leute, wie viele Kalorien kann man ungefähr bei einem Horrorfilm verbrennen? Beziehungsweise wenn man ihn schaut natürlich. Boah, ich meine ja schon mal gehört zu haben. Ist natürlich auch bei jedem Menschen ein bisschen anders, oh, je nachdem wie lang das er ist und je nach Horrorfilm. Eigentlich kein Mensch beim Horrorfilm schauen Kalorien aus dem Grund, dass jeder Mensch beim Horrorfilm schauen irgendwelche Chips oder so. Ja, true, man. So gesehen, ja. Aber das Adrenalin kickt so halt manchmal schon hart, ne? Anyways. Also ich bin mir relativ sicher schon mal was gehört davon, aber 200 ist schon relativ viel. Ich überleg gerade, wie... Wobei 200 ist, glaube ich, ein Spaziergang von Viertelstunde. Sind, glaube ich, 200 Kalorien. Kalorien. Warum weißt du das? Das bestätigt noch meine Theorie, dass es das ist. Aus dem Grund, ich würde sagen, 200 ist gar nicht so viel. 120 ist mir dann doch zu wenig. Aus dem Grund, wenn ich überlege, meine Erwärmung im Gym, mache ich 15 Minuten und habe 450 Kalorien damit. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, von 200 schon mal was gehört zu haben. Jawohl. Okay. Da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen verraten. Warum solltest du wissen, dass das ungefähr ein Spaziergang von 15 Minuten ist? Ja, Bruder, ich kenne das. Aber die Kalorien-Sachen habe ich eigentlich relativ im Griff. Ja, Leute, wieder mal ein Unentschieden. Es gibt in letzter Zeit viel mehr, dass wir Unentschieden haben, ne? Dann machen wir den Fight doch einfach nochmal mit der Dingens vom letzten Mal. Ne? Mit der Ho. So, ich würde sagen, 3, 2, 1. Und los geht's. Ich weiß halt, dass ich das letzte Mal... Du kannst dich hinten auch weg. Oh, Crit. Das ist unfair, der hat schwarzes Internet. Warte mal, wir machen das anders. Nee, nicht regenerieren hier, hallo? Nein, ich esse nichts, du auch nicht, ja? Geh mal Abstand. Weil, guck mal, wir können unser Schild gar nicht breaken. Deswegen, wir geben uns beiden eine Holzaxt. Damit können wir das Schild breaken. Aber die ist nur zum Schildbreak. Nicht okay. Zum normalen. Nicht zum Kritten. Oh Gott, das wird jetzt scheiße. So weiter. So. Weiter geht's. Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße, geht das schnell. Das ist ja One-Hit. Oh, wieso rennst du denn? Ich dachte, du blockst. Du hast den fetten Kritten in der Axt in die Fresse gegeben. Ja, ich hab's gemerkt, Alter. Ich hab's gespürt. Vor allem, ich hätte noch so vorher gesagt, ja, die ist nur zum. Ja! Dann renne ich weg und gebe dir aber so einen Crit damit. Oh ne. Wie kann ich blocken? Hä? Nein! Ja! Weil ich das scheiß Essen in der Hand halte. Ja. Och Mann, ey. Ah, ich hab das so nicht gecheckt, Mann. Aber wir können meinetwegen noch einen Kampf machen ohne Axt, wenn du jetzt der Meinung bist, dass das Cheaten war. Nee, Cheaten war es auf jeden Fall nicht. Ich kann halt einfach das. Du weißt ja, du kennst mich, ich kann nicht PvP spielen und das neue System sowieso nicht. Achso, ich. Ja, okay. Ich weiß schon, wieso, dass ich ohne Axt spielen wollte. Nein! Ja! So fühlt es sich an, ein Gewinner zu sein, Alter. 3,5 Herzen. Ich hab ein halbes Herz die ganze Zeit gehabt, wo ich nach hinten weggesneakt bin. Oh Gott. Ja, Leute. Das war's mit diesem coolen Video. Aua, nee, red bitte jetzt nicht. Oh. Schade drum. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Schaut unbedingt bei Red vorbei. Und dann würde ich sagen, war's das. Wir sind dann noch an der Decke. Perfekt, Digga. Was ist mit diesem Video? Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao.